Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ganz kurze, aber extrem wichtige Information. Der nervigste Bug seit es Season 5 gibt, wurde endlich behoben, wurde von Respawn auf Twitter offiziell bestätigt. Ich ziehe zum Beispiel jetzt gerade das Update mit gerade mal so 50 MB runter, es kopiert aber mal wieder auf der PlayStation extrem lang, ist für jede Plattform erhältlich. Was genau wurde gefixt? Der No-Registration-Bug oder der No-Reg-Bug. Wer nicht weiß, was das ist, hat es aber indirekt sicherlich selber mitbekommen, weil es so gut wie jeden Spieler betroffen hat und ziemlich viele Gunfights negativ für euch beeinflusst hat. Ihr habt quasi einen Gegner angeschossen. Ihr habt den getroffen, ihr habt ein Soundfeedback bekommen und normalerweise seht ihr auch in Zahlen visuell, wie viel ihr den Gegner mit einem Schuss abgezogen habt. Nun war es aktuell durch den No-Reg-Bug so, dass ihr zwar ein Schadensfeedback soundmäßig bekommen habt, aber der Gegner hat keine Lebenspunkte abgezogen bekommen. Also es sind keine Zahlen irgendwo durch den Raum geflogen. Ihr habt den Gegner getroffen, es wurde kein Schaden abgezogen. Der Gegner konnte sich verpissen. Und ihr konntet den einen oder anderen Gunfight oder sehr, sehr viele Gunfights so gar nicht für euch entscheiden. Und das hat Apex Legends in den letzten Tagen extrem negativ beeinflusst. Das wurde jetzt endlich behoben. Das soll es von meinem kurzen Update-Video schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaut euch noch mein letztes Video an, wo ich die allererste Quest solo zeige, noch ein Fazit zu meiner Quest raushaue. Ich wünsche euch jetzt noch einen absolut schönen Feiertag, ein schönes Wochenende oder einen schönen Start ins Wochenende und wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, dann rund um Apex Legends gut informiert bleiben wollt. Das war's von mir, haut rein, ciao.